Bilder suchen jetzt also angesagt in der creepy Schule, aber ich verstehe immer noch nicht, warum die diese Schere im Unterleib hatte. Sowas macht man doch nicht eigentlich. Alter. Ja, auf mit dem Gekreische. Boah. Ich mache viele schlechte Sachen. Ich sag nichts davon, aber Mama weiß trotzdem alles. Okay. Die Mama weiß alles. Wie du meinst. Herr Onofrio ist freundlich und hilft uns. Wenn er nicht da ist, habe ich guten Grund, Angst zu haben. 5 von 17, Alter. Dann nur diese ekelhaften Geräusche im Hintergrund, das geht nicht. Hier geht's immer weiter runter, immer weiter. Meine Puppe Charlotte ist so hübsch, so lieb. Denn René ist überhaupt nicht lieb. Doch René war lieb. Boah. Was ist das? Ey, das ist so hässlich, ey. Ich glaube, ich muss mich dann erstmal mit dem anderen Spiel erstmal ein bisschen beruhigen. Herr Onofrio hilft, Mama. Was würden wir sonst tun? Keine Ahnung. Wenn ich das wüsste, würde ich das nicht spielen. Herr Onofrio ist so freundlich. Ich bin schlecht und böse, weil ich nicht höflich bin. Doch, bist du doch. Alter. Mama muss immer arbeiten, denn im Winter wird es oft sehr kalt. Oh, noch 8 Bilder. Dein Ernst? Ich könnte wetten, ich laufe wieder zurück. Sei doch. Sie wollen mir wehtun. Es sind so viele. Sie fliehen. Noch nicht einmal Charlotte kann mir helfen. Alter, die creepy Schule von Italien. Mama arbeitet viel, weil ich ja auch was essen muss. Nur so kann ich groß werden. Stimmt. Wer groß werden will, muss gut essen. Das war mein Fehler. Ich bin von klein geblieben, weil ich nicht viel esse im Leben. Meistens bin ich auch zu faul, mir was zu machen. Hö. Alter, ist das creepy hier. Als ich noch ganz klein war, habe ich fast nichts gegessen. Ich auch nicht. Boah, hier war ich schon. Alter, ist das durch hier. Als ich noch ganz klein war, habe ich fast nie geschlafen. Arme Mama. Und das habe ich als Kind umso mehr gemacht. Gepennt. Wie heute. Ich bin fast nur am Schlafen. Halt die Fresse jetzt. Alter, ist das durch hier, ey. Ich glaube, die Nacht schlafe ich nicht. Ich nehme meine weiteren Let's Plays auf. Ich bin nicht wie die anderen. Warum, Mama? Warum? 3 noch. Alter, ist das durch. Mir fehlen langsam echt die Worte, was ich hier dazu noch sagen soll. Irgend so ein Ding kreischt uns hier die ganze Zeit von hinten voll. Hier gibt es zwar keine Monster und Jumpscares, aber wenn dauernd hier was rumkreischt, ist es auch unangenehm, finde ich. Alter, die Bilder sind so durch. Ein schwarzer Vogel pickt sich Fressen aus meinem Kopf. Darum tut er auch so höllisch weh. Alter, was ist denn das für eine Schule, bitte? Das geht mal überhaupt nicht. Also, dann ist ja klar, dass die Kinder irre werden, wenn hier so eine Schule ist.
Ach, halt die Fresse langsam, du stinkst. Alter. Bist du schon gar nicht mehr, wo ich hin soll, um die letzten zwei zu finden? Hier war ich anscheinend schon. Diese Nebengeräusche, die hätten wirklich nicht sein müssen. Oh, hier war ich doch schon. Ich verfluche dich, Orientierungssinn. Ich verfluche dich. Ab in die Dunkelheit. Scheint wohl keine gute Idee zu sein. Taschenlampe? Habe ich hier nicht. Was ist los? Ich kann nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Es ist Schwarzbild. Was ist passiert? Was ist das für ein Ort? Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich kann nicht aufstehen. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hier ist niemand, aber ich höre noch Geräusche. Gott, mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten. Was soll das? Fängt das jetzt der Ganze wieder von vorne an? Ey. Nicht dein Ernst. Nie, dass das Spiel jetzt wieder von vorne anfängt, weil ich die restlichen zwei Bilder nicht gefunden habe. Das wäre scheiße. Das wäre richtig scheiße. Nee, doch nicht. Hau ab! Geh weg! Verpisst euch! Ich will nicht mit euch mit! Wohin schieben die Leute mich? Lasst mich einfach in Ruhe. Man kann sie auch nicht wirklich umgucken.
bin ich denn jetzt schon wieder? Kann ich raus? Nein, natürlich nicht. 4. Mai 1942. Bei der Patientin gab es in der Vergangenheit Anzeichen von Suizidgedanken. Es blieb jedoch bei der Absicht. Gestern hat sie sich eine Schere mit der Spitze in den Bauch gestochen und dabei stark verletzt. Beruhigungsmittel verabreicht, festgebunden und in Einzelzelle verlegt. 10. Mai. Zur Beobachtung in die Abteilung unruhige Geisteskranke verlegt. Isolierzelle, Insulinkur. 25. September. Sie spricht gut auf die Kur an. Sie beantwortet Fragen und erinnert sich an das, was geschehen ist, will aber nichts erklären. Laut ihrer Angabe hat sie Gedächtnislücken. Es fehlen ihr ganze Tage, von denen sie nichts mehr weiß. Sie zeigt sich ängstlich, möchte beruhigt werden. Sie glaubt, monströse Dinge getan zu haben, in der Zeit, an die sie sich nicht mehr erinnert. Aha, jetzt sind wir also in einem ganz anderen Gebäude, oder wie? Ich verstehe das Spiel nicht mehr. Das ist doch hier alles nur noch Schutt. Warum läuft die hier noch rum? Das ist doch gefährlich. 11. November 1942. Die Patientin spricht wenig, verweigert das Essen. Sie wird über Nasenkanüle ernährt. 2. Februar 1943. Der Mangel an Heizöl und Nahrungsmitteln fordert viele Opfer in der Anstalt. Der Krieg macht vor niemanden Halt, noch nicht einmal vor diesen Irren. Obwohl sie noch jung ist, erkrankte auch diese Patientin wegen Kälte und Unterernährung. Jetzt habe ich wieder einen kleinen Bug drinne, die Zettel werden nicht mehr gezeigt. Warum funktioniert dieses Ding noch? Hier drin lacht keiner. Ich meine so richtig fröhlich lachen. Nicht dieses Gelächter der Irren, die lachen, weil man sagt, dass sie verrückt sind. Ich weiß aber eigentlich gar nicht, warum sie loslachen. Sie sagen ja, dass ich auch verrückt bin. Aber ich muss nie lachen. Vor einer Zeit haben die Leute über mich gelacht. Aber wissen Sie, die hatten ja recht. Man kann doch nicht immer nur weinen. Und dann lacht man eben, weil man Angst hat. Stimmt, oder? Dein Pech. Sowas passiert mir nicht, zum Glück. Alles nur Gerede, um zu glauben, dass sie besser dran sind. Aber da braucht man nicht beleidigt zu sein, weil das stimmt. Weil das ist, als ob sie Mitleid hätten. Dann aber denkt man sich doch, lacht und glaubt, dass man besser dran ist, dass alles vorbeigeht, dass das hier ein Drecksloch ist. Das hier ist ein einziges Drecksloch. Sie wollen doch nicht behaupten, dass das nicht stimmt, oder? Sie sind intelligent, gebildet. Wie ich. Und wenn ich merke, dass es hier ein einziges Drecksloch ist, dann haben sie es doch schon längst begriffen. Nein, stimmt nicht. Nein, nein, nein. Mir geht es gut hier, wissen Sie? Eigentlich kann ich hier machen und sagen, was ich will. Ich glaube mal, das tun und lassen, was sie will, das ist nur Einbildung. Die kann keiner tun und lassen, was er will. Und das ist da das Traurige. Aber warum hat sie sich selbst verletzt? Hat sie sich wirklich schon Suizidgedanken? Kann man die andere nicht anhören? Anscheinend nicht. Gut, gehen wir weiter. Lol, warum klingelt hier noch ein Telefon? Das ist gruselig, wenn hier ein Telefon klingelt. Und es ging niemand dran. 28. August 1942. Mitteilung über den Tod von Ada T., Mutter von René T., einer Insassin ihrer Anstalt. Angehörige unbekannt. Hochachtungsvoll Onofrio P.
Da ist die Mutter also. Es gibt niemanden mehr. Die Einsamkeit ist eigenartig. Sie macht alles so gedämpft, so langsam. Ein Schrei ohne Ende und ohne Ton. Ein lautloser Schrei. Ich kann den Blick nicht mehr von mir abwenden. Ich werde hier nie mehr rauskommen. Da draußen gibt es niemanden mehr für mich. Diese Wände sind meine Haut geworden. Und die jämmerliche Verzweiflung hier drin ist meine stimmlose Seele. Hier weint niemand mehr. Wie gern würde ich etwas fühlen. Leben, Verzweiflung, Wut. Ich habe keine Träume, keine Tagträume und Gedanken mehr gehabt. Ich habe in einer Wirklichkeit gelebt, die mich innerlich zerfressen hat, mir alles genommen hat. Auch die Fähigkeit, Schmerz zu fühlen. Da ist die Mutter also tot. Jetzt ist die René leider allein. Armes Ding. Ihr Leben war so richtig, auf gut Deutsch gesagt, gefickt. Uiuiui. Armes Mädchen. Wenn man das so spielt, tut dem die Kurze wirklich leid. Obwohl ich überhaupt kein... Ich bin überhaupt kein emotionaler Mensch eigentlich. Absolut gar nicht. Weil ich wurde früher auch scheiße behandelt und seitdem bin ich eigentlich emotionslos. Mir ist alles eigentlich scheißegal. Aber wenn man... Wenn man das hier so spielt... Man weiß, das war beruht auf einer wahren Begebenheit. Ist das doch schon sehr, sehr, sehr bitter. Arme René. Mai 1943. Renés gesundheitlicher Zustand ist gut, sie isst und spricht. Räumliche und zeitliche Orientierung in Ordnung, Kur abgesetzt. 3. Dezember. Sie bittet berechtigterweise darum, die Heilanstalt verlassen zu dürfen. Beurteilung der Patientin, Dauer 6 Monate. 2. Mai 1944. Entlassung verweigert, trotz Befürwortung des Psychiaters. Die Patientin verfügt weder über Wohnung noch Unterhalt. 4. Mai. Dass eine Entlassung unmöglich ist, wird ihr erklärt. René erfährt so, dass ihre Mutter vor 2 Jahren gestorben ist. 5. Mai. In der Nacht hat sie versucht, sich mit einem Laken zu erhängen. Sie wurde von einer Krankenschwester gefunden und konnte gerettet werden. Sie ist am Bett festgebunden, jedoch erneuter Suizidversuch durch Ersticken. Es wurde eine Entscheidung getroffen. Transorbitale Lobotomie. Oh nein. Nicht Globotonie, das ist das Schlimmste mitunter. Oh nein. Globotonie, das ist, sagen wir mal, eine Gehirnoperation, die aber schon seit Ewigkeiten, Gott sei Dank, nicht mehr benutzt wird. Ihr werdet gleich sehen, warum. Gleich werdet ihr sehen, warum. Lobotomie oder Lobotomie verbreitete sich sehr schnell in Italien, vielleicht früher noch als in europäischen Ländern oder in den USA. Die ursprüngliche Technik von Moniz 1937, bla. Oberhalb der Augenhöhle wurde in den Schädel eingedrungen, um die Frontallappen zu erreichen, um die anschließend mit einem Werkzeug oder durch das Injizieren von Alkohol oder Formalin die Nervenfasern in diesen Regionen abzutöten. Im Gegenteil zu dem, was normalerweise angenommen wird, hätte die Eingriffe nicht immer negative Folgen für die Patienten, auch wenn sie sehr häufig vorkamen. Erhielt 1949 den Nobelpreis für Medizin, da in den 50er Jahren... Blablabla. So schnell kann ich leider nicht lesen mit einem Auge, tut mir leid. Oh nein.
Oh, bitte mach das nicht. Oh nein. Oh, mach das nicht. Oh, das muss doch nicht sein. Lass gut sein. Oh, bitte nicht. Nicht machen. Das ist pfui. Das muss doch nicht sein. Nee. Lass es. Pack mich nicht an. Geh weg. Lass mir in Ruhe. Lass mich. Die Narkose tritt ein. Entschuldigung. Alter, sowas muss doch nicht sein. Oh, die weint schon. Oh, au. Alter. Oh. Alter. Oh. Und ich hab die Geräusche auf den Ohren. Alter. Oh. Das tut ja mein Ohr auch schon weh. Oh. Nein. Boah. Boah. 10. Juni 1944. Die Operation ist gut verlaufen. Die Patientin ist ruhig, orientiert und bereitwillig. Bewegungskoordination gering, aber auf dem Weg der Besserung. Verlegt in die Abteilung ruhige Geisteskranke. Behandlung durch Dr. C. 25. Oktober. Sie redet immer noch von Amara und ihrer Puppe Charlotte. Anzeichen für eine leichte Besserung der gestörten Bewegungskoordination. Das Gehen fällt ihr schwer. Sie kann aber schreiben. Laut Bericht der Krankenschwester benötigt sie Hilfe beim Anziehen, Waschen und Essen. Im Sommer 1944 ist René in meine Abteilung zurückgekehrt. Geringe Bewusstseinsklarheit. Sie ist gleichgültig und spricht kaum. Einmal hat sie gesagt, wenn ich den Mut habe, in den Spiegel zu sehen, sehe ich ein junges Gesicht, das alt geworden ist und mich ängstlich anschaut. Sie ist völlig verändert, wenn ich an das Mädchen denke, das ich vor einigen Jahren bei mir in Behandlung hatte. Nur die Traurigkeit ihres Blickes und ihre Intelligenz sind unverändert geblieben. Sie ist noch so jung, erst 23. Aber sie hat keine Lebenskraft mehr. Kann es sein, dass sich ihr Zustand bessert? Wohl eher nicht. Man hat ihr Leben einfach weggeworfen. Und niemand hat etwas getan, um ihr zu helfen. Um all dies zu verhindern. Oh, ist das übel. This is coming.
Das war also The Town of Light. Oh, Alter, ist das übel. Mir fehlen schon echt die Worte. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. So ein junges Mädchen einfach so zu quälen. Ihr Leben so wegzuwerfen, nur weil sie... Und die durfte nicht raus, nur weil sie kein Einkommen, kein Wohnsitz hat. Das hätte man doch alles beantragen können. Da, wozu sind denn das Ärzte? Die hätten einfach sagen müssen, hier, Patientin will, kann raus, stellt ihr eine Wohnung fest. Also das wäre doch nicht so schwer gewesen. Nein, man muss hier im Gehirn ein bisschen rumspielen, dass sie sich fast gar nicht mehr selbstständig bewegen kann. Ja. Gut. Bevor ich mich hier noch ganz aufrege, danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Ich brauche jetzt erstmal eine Beruhigungszigarette, Beruhigungsenergy-Drink. Und man sieht sich. Macht's gut. Tschüss.